Willkommen zurück, liebe Zuschauer, beim Kampf der Kelten und einer Invasion der Ikener gegen die Averner, die allgemein gerade große Probleme haben. Und ja, Mr. Merp versucht das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Grüß dich. Ja, hallo, was heißt hier gerade eben Probleme? Ich habe eigentlich von Anbeginn des Spiels, also ich hatte eher mal so kurze Phasen, wo mal nicht alles drunter und drüber ging, aber die kann ich, glaube ich, in einer Hand abzählen. Natürlicher Tod. Nein! Ah, das ist bitter, Leute. Der Druide ist tot. Erforscht eine Technologie in der folgenden Kategorie Belagerung. Da ist halt jetzt schon wieder die Rebellion da, weißt du? Die Rebellion kommt. Also dieses Spiel ist extrem gut darin, die Rebellion exakt in dem Moment kommen. Also das Gemeine ist, die Rebellion kommt mit dem Ende meines Turns. Aber ich habe trotzdem einen weiteren taktischen Nachteil dir gegenüber, denn du könntest theoretisch dadurch jetzt auch noch, also du kannst meine Aktionen unterbrechen, wie die KI. Du hast einen KI-Vorteil mir gegenüber, weil du nach mir dran bist. Hatten wir da nicht schon mal drüber geredet und dann hast du irgendwie gemeint, das ist genau das Gegenteil? In diesem Falle kannst du tatsächlich, indem du zum Beispiel, ich kann einen Befehl geben, in einer Siedlung oder in einer Armee zum Beispiel Truppen zu rekrutieren, und du kannst danach noch mein Gebiet einnehmen. Gut, ich meine, ich weiß ja nicht, was du da machst und also. Das ist so, ich habe da bis jetzt auch noch nie ehrlicherweise drauf geachtet. Das ist so bescheuert, die Leute. Die Völker wurden zerstört. So, hier ist jetzt. Ach, Namniten-Rebellen, ja gut. Wobei, ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, die stehen ja noch daneben, ne? Ich könnte es ja auch einfach nochmal plündern, um Geld zu machen. Die haben doch keine. Ja, die haben eigentlich keine Armee mehr drin in Namnetum. Weil ich gehe mal da wird aber kaum Geld rauskommen, ne? Also ich habe da nichts repariert. Das ist ja alles noch beschädigt mit sehr hoher Wertigkeit. Ja. Würdest du das kämpfen wollen oder würdest du es automatisch dann machen? Keine Ahnung, das kommt drauf an, mit was du angreifst. Naja, wenn dann halt mit beiden Flotten logischerweise, weil die stehen halt noch so schön dort. Bin nur am Überlegen, ob sich das halt jetzt lohnt, rein zeittechnisch dann. Ja, also wie gesagt, entscheide dich, ob du es machen willst oder nicht, und dann entscheide ich. Also ja, ich werde alles gut. Nicht vorher sagen, ich mach das oder ich mach das nicht. Nee. Das hängt jetzt davon ab, ne? Wenn ich jetzt sage, ich mach's nicht, dann kommst du nur mit einer und sparst Zeit. Also deswegen. Ja, ja, alles gut. Ja, nee, das ich meine, die standen nicht. Ja eh noch nebendran, ne? Deswegen, ja. Ja, ich wollte es bloß gesagt haben. Ne? Alles ich gut. Grad, also, was? Automatisch? Ich werde vorher nichts versprechen, bevor ich es nicht gesehen ja, habe. Ja, alles gut, damit alles sagen. Gut. Nachvollziehbar. Aber das können wir jetzt automatisch machen, hast du gesagt? Ja, ich hab's ja schon geklickt, automatisch. Ah, oh, cool, das wurde mir gar nicht angezeigt. Automatischer Angriff. Ich hoffe, dass ich das nochmal plündern kann, Alter. Das wäre jetzt richtig bitter, wenn ich das jetzt sozusagen zwangsweise erobern müsste. Keine Ahnung. Das wäre traurig, aber nee, ich kann es sogar nochmal plündern. Aber kriegst du wahrscheinlich kaum was dabei raus. Tatsächlich gar nichts. Was wow. Passiert, wenn ich das jetzt befreien würde? Keine Ahnung. Ha. Huh. Ich meine, die würden das. Sind die Rebellen dann auf deren Seite, oder? Ich kann mit denen Frieden machen, dann hast du einen Ort weniger, wo du angreifen kannst. Ich kriege jetzt aus dem Ort eh schon kein Geld mehr raus. Ja, ich raube einfach nochmal aus. So. Ah, ich habe immerhin Tradition dadurch bekommen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, das ist das Lustige. Das ist schon immer bei Total War so gewesen, dass du halt einfach. Dafür, dass du eigentlich quasi sowas wie Robbenkloppen betreibst, ja. Kannst du Level-Ups machen, was einfach nur lächerlich ist. Nahkampfangriff für alle Angriffsschiffe. Ich glaube, das machen wir hier mal. Ja, ich meine, du hast ja deine Armeen auch richtig stark qualitativ hochbekommen durch die ganzen Rebellen. Also ich meine, du hast es gut genutzt sozusagen, dass du Probleme hattest. Verstehst du, was ich meine? Ich sehe das komplett anders, aber du siehst ja nicht, was ich sehe. Das ist auch richtig. Angriffsbonus für alle Einheiten, nur Armee. Hier, Rambonus für alle Einheiten. Das bringt mir halt leider nichts, der Seesoldat. Ne? Das bringt mir nichts. Das ist das Traurige. Nur Armee. Und danach noch irgendwas. Defensiv? Was sind denn. Achso, Defensivkämpfe. Ja, keine Ahnung. Nehme ich halt trotzdem das. Nehme ich doch trotzdem das. Gut, das machen wir auch noch. Okay. Wie hast du das jetzt in Cenabum geschafft, dass da keine Rebellion... Ne, doch, da kam eine Rebellion, ne? Die wird mir nur nicht angezeigt, okay.
Wo, in Kinabum? Ja, das war doch auch bei, das wäre auch Ja, bei das minus ist doch 100. die bei Namnetum. Das ist doch alles eine Provinz. Die kam halt aus irgendeinem Grund. Ach so, Weil ich okay. habe eine Sache erkannt in diesem Spiel. Dieses Spiel ist von Natur aus einfach nur gegen den Spieler programmiert. Weil ich nämlich in Amnetum, in diesem gesamten Gebiet von Amnetum, keine Armee mehr stehen habe, hat sich jetzt das Spiel gedacht, hey, das ist der Ort, an dem ich jetzt die Armee spawnen lasse, weil dann muss der Spieler 5000 Kilometer laufen. Weißt du, so, das ist so, Naja, ich weiß, was du also, meinst. das habe ich auch schon bei Tolosa und bei Massalia beobachtet. Da ist es auch genau das Gleiche. Sobald du auch nur einen General irgendwo stehen hast, die kommen halt. Die spawnt automatisch anscheinend da, wo der Spieler weniger Verteidigung hat. Das ist eine Okay, krass. komplette Naja, gut, du Trollunion. musst halt, man kann es ja auch so sehen, die Rebellen sind, also das sind ja Menschen, die sich irgendwie verstecken und dann halt was planen. Und die schauen sich natürlich schon an, wahrscheinlich, wo ist der beste Angriffspunkt. Das ist aber trotzdem unlogisch, weil sie kommen einfach viel zu stark, viel zu schnell, können sofort losschlagen, weißt du? Das macht deswegen einfach keinen Sinn. Weil, warum sollten die besser organisiert sein als zum Beispiel ich in dem Gebiet? Also, weißt du, was ich meine, wenn das mir gehört? Also, Ja. ich müsste ja irgendwie eine Chance haben, das rauszukriegen, wenn man das realistisch sieht. Dann müsste ich mit Agenten das machen. Aber nein, ich habe ja, es ist ja eine No-Time-Decision. Also, die sind instant da und greifen sofort an und du hast sofort keine Chance. Ja. Und deswegen ist das dumm. So, was machen wir denn da jetzt noch? Bin froh, dass das bei modernen Total Wars nicht mehr der Fall ist. Da müssen wir uns auf die öffentliche Ordnung ein bisschen achten. Bei Ah, Warhammer ist es ja genau. wenigstens so, dass es nur bei den großen Städten kommt. Ich glaube, auch bei Three Kingdoms kommt es nur bei den Hauptstädten. Man könnte es natürlich jetzt argumentieren, dass es natürlich schon Sinn macht, quasi so einen nahrungsmittelproduzierenden Ort, sage ich jetzt mal, Genau. aufzunehmen. Aber de facto ist es ja eigentlich so, wenn du jetzt so ein Großreich hast, so wie unsere, dann ist halt so ein einzelnes Dorf, das meint, ich mache jetzt hier ein Separé auf, völlig unbedeutend. Ja, das Das ist müsste auch auch wieder wahr. diesen Rebellen klar sein, dass sie eigentlich eine Hauptstadt nehmen müssten, um dann die Verteidigungsmauern für sich nutzen zu können. Mich freut es übrigens, dass ich die ganze Zeit kein Problem mit meinem Clan des T-Pferdes habe. Also, die kommen echt damit zurecht, was ich mache. Finde ich gut. Wir wachsen ja auch nicht wirklich. Also, du wächst, du bist ja inzwischen jetzt schon hier in Germanien und de facto bist du schon bald in Russland. Ja. Also, du hast es halt einfach, ich muss es leider so sagen, einfach sehr viel leichter gehabt, dadurch, dass du nicht von Anfang an 12 Grenzen hattest, die du auf Dauer verteidigen Aber musstest. Ich gut, das meine, war dir ja von Anfang an klar. Ich meine, du hättest ja auch sagen ja, ich können, sag's bloß, Gaius ich. lieber irgendwie nach Germanien gehen oder so, wäre auch nachvollziehbar gewesen. Das ist ein Riesenvorteil und der So. wurde auch mir schon quasi von jemandem in die Kommentare geschrieben, dass ich damit eigentlich eine der schwersten Fraktionen, also gut, Aha. beide keltischen Fraktionen sollen die schwersten sein, aber die Britannier, wenn die halt die Insel irgendwann mal im Griff haben, es gibt halt nur noch eine Seite, von wo was kommen kann, ne? Ja, das ist natürlich richtig, das stimmt. Und ich habe halt de facto Aha. 1, 2, 3, 4 Seiten, de facto sogar 5. Ich habe also sogar mehr Seiten als ein Quadrat, wo was kommt. Ja, dieser Rambo, das bringt halt gar nichts, leider. Gut, ich bin fertig. Jetzt werden sie hier in Tolosa wieder angreifen. Also wie gesagt, der Punkt ist aber der, ich rechne jetzt halt einfach auf jeden Fall damit, dass ich jetzt hier untergehe. Aber es ist halt einfach eine innere Instabilität durch einfach zu viele Grenzen, durch Spielmechaniken, die hier einfach noch nicht ausgereift sind, in meinen Augen. Ja, das kann ja wohl nicht angehen. Also das spiele ich jetzt, das will ich wissen, ob ich das wirklich nicht gewinnen Ach kann. krass, okay, die Treverer, Volkerrebellen, okay. Spannend. Die haben zwar eine starke Kaff, aber sind wir mal ehrlich, also Ich kann mit Kraft nicht gut umgehen. die haben weniger Reichweite. Ich habe hier ein Gelände, das ich hoffentlich vielleicht sogar halten Oh kann. Gott, jetzt, das darf ich jetzt nicht verlieren, Leute, das wäre sonst traurig. Ja, du wirst es nicht verlieren, aber es ist Ja, trotzdem. du kannst mir alles zutrauen in der Hinsicht. Da kommen sie an, von da hinten Ach, das ist so wollen eine sie doch. schöne. Okay. Okay.
Okay. Ich finde es halt komisch, dass die, also die, auch die Stadtkämpfe sind so komisch hier in diesem Spiel. Ich kann halt nicht mal unbedingt sagen, hey, ich will jetzt, ich will jetzt hier an meine Stadtgrenze ranlaufen. Ne? Das geht Ja. So. So stimmt, genau, du kannst nur sozusagen innerhalb deiner Stadt bleiben, ne? Ja. genau. Das war ja beim letzten Mal auch meine Sache, ja. Ja, ich wäre auf jeden Fall soweit. Dann Gibt legen wir los. jetzt nicht viel zu machen. Ich muss jetzt eh schauen, wo du bist. Ah, okay. Okay. Jetzt rennst du ernsthaft weg. Ich bin aufgeteilt, klar. Klar. Muss ich das machen? Okay. So. Na, das war gut gemacht. Das machst du schon stark. Verteidigst du gut. Schauen wir mal, ob ich das irgendwie schaffe. Die sind halt einfach instant weggerannt, ey, das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja Loser. So. Das war der Plan. Ja, das war's. Sehr schön. Gallische Krieger! Unfassbar. Und hier Aber noch die mal haben. rein. Die haben halt auch überhaupt keine Moral, ey. Weißt du, das ist. Ja, aber ein typisches Total War-Phänomen. Wenn kein General da ist, dann rennen die halt alle instant einfach Das weg. ist richtig, ja. So. So. Amerika gegen Indutiomaros. Das sind ja auch Namen hier. Indutiomaros. Das ist, glaube ich, nicht leicht auszusprechen. Also ich bin gerade sehr unzufrieden, wie das hier alles läuft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das Problem ist halt auch, dass ich halt einfach nicht das Gefühl habe, dass ich halt quasi gegen dich kämpfe, sondern dass ich de facto die ganze Zeit gegen Spielmechaniken kämpfe. Das ist so unglaublich blöd und macht wenig Spaß. Um welche Stadt ging es da gerade? Das war jetzt Tolosa. Ah, das war Tolosa, okay. Alles klar. Ah ja, die Söhne der Brennnessel. Jetzt muss ich mir das hier mal genauer anschauen. Okay. Oh. Also es,
kann gut sein, dass wir jetzt hier meinen Untergang so nach und nach erleben. Das ist jetzt der Plan auf jeden Fall, den ich auch verfolge. Aber ich werde versuchen, es dir nicht leicht zu Ja, machen. das hoffe ich doch. Aber das kann trotzdem hier alles instant vorbei sein. Ja, was halt auch wieder mal geil ist, na, mein Blödian hat halt seit Ewigkeiten auch wieder mal kein Geld irgendwo von außerhalb mitgebracht. Ja, ich muss aber zugeben, da habe ich jetzt tatsächlich die letzten Male auch Pech gehabt. Also ganz oft einer ist gestorben und dann die ganze Zeit nur Mali. Ich sehe gerade auch die massilianische Flotte. Immerhin. Immerhin. Naja, also Flotte. Aber es ist halt eine massilianische Flotte, die kann rammen. Im Gegensatz zu denen der Ikena oder der Averna. Richtig, aber das ist auch das große Problem dieses Spiels. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie irgendwann mal den Flottenkampf aus dem Spiel rausgenommen haben, statt zu sagen, ja, wir machen es irgendwie fair. Machen wir es halt gar nicht, ne? So dieses. Ja, gut, ich meine, es ist schon historisch ein bisschen nachvollziehbar, dass jetzt irgendwie hier die, ich sag mal, aus römischer Sicht Barbaren nicht so die starke Flotte hatten wie jetzt irgendwie Griechen oder Römer. Das ist richtig, aber man hätte es ja trotzdem eine Lösung Ja, finden und ich meine, oh können. gut, aber ja, Rammen, das sollten eigentlich die auch hinbekommen. Ich sag mal so, wenn dann die Römer und Griechen noch so Gerätschaften auf ihren Schiffen haben, das verstehe ich, dass die dann damit vielleicht technisch viel stärker sind. Aber ich denke, das Rammen ist jetzt nicht so schwierig. Also rudern und drauf. Rammen ist einfach im Spiel zu stark, ne? Also Das ist echt Rammen stark, ich weiß. war ja auch etwas, was eine Gefährdung für das eigentliche angreifende Schiff gegeben war. Also die meisten dieser Kämpfe fanden ja gar nicht Rammen statt. Also Rammen war ja immer so eine, ja, Ultima Ratio-Aktion. Ja. Ja, und Also. ich meine, wenn du rammen kannst, kannst du eigentlich alles von Invasionen absichern, was von der See kommt. Also wenn da jemand mit einer Armee kommt, da kannst du die Hälfte deiner Flotte nur haben gegen eine Fullstack normale Armee und dann rammst du halt alles weg. Du musst nicht mal kämpfen. Aber den Vorteil haben wir jetzt beide nicht und dementsprechend. Es ist auf jeden Fall gut für dich sozusagen, dass ich meine Seeflotte dann halt nicht so richtig ausnutzen kann, die Seemacht. Beziehungsweise, ich meine, du warst ja auch schon mal. Ah, es gab ja bei dir auch schon mal so ein, zwei Versuche, wo du wenigstens auf der See warst oder gerade so wolltest und dann kam immer irgendwas dazwischen, glaube ich. Da wäre es dann auch bei mir Jetzt gefährlich geworden, auf jeden Fall. Oh, bin ich das ist aber gespannt. schön. Wir bekommen hier eine Mission. Nee, hä? Mission erfolgreich? Okay. Natürlicher Tod. Mein Kundschafter ist tot. Das ist aber traurig. Und ein Kind! Wow, unsere Dynastie überlebt! Ein Kind ist geboren worden. Ist das nicht schön, liebe Zuschauer? Warten mal ab, ob es lang genug lebt. Ja, ich warte ab. Dann kann er auch Ich. schon mit dem Spiel hier. Okay, ich soll einen Spion wieder rekrutieren. Ja, das kann ich machen. Bevor ich das jetzt hier vergesse. Gent rekrutieren. Also Leute, man sieht auf jeden Fall, wer inzwischen der Underdog hier in diesem Spiel ist, ne? Man, alleine die Anzahl der Armeen und Flotten, die Gaius hier im Feld hat, das ist echt brutal. Ja, ich meine, nachdem ich anfangs einige Fehler gemacht habe, habe ich mich dann zusammengerissen, sage ich jetzt mal, und versucht, das Sinnvollste jetzt rauszumachen. Und ja, ich meine, wir haben aus der Invasion gelernt und diesmal haben wir das bessere Timing gesucht. Mich wundert halt, dass dich aus von diesen östlichen Völkern einfach keiner Ja, angreifen Diplomatie, will. also ich habe echt viel Geld. Wenn du dich erinnerst, wo du noch gesagt hast, naja, ob sich das so lohnt mit dem Geld und was du da weggeschmissen hast, ich habe echt viel Geld da rein investiert, glaub mir. Nicht, wie viel du ausgeschmissen hast, aber ich musste ja mal 41. eigentlich innenpolitisch hier Dinge tun. Ja, Ich ich war die weiß, ich ganze weiß. Zeit mit innenpolitischen Problemen und mit und was weiß ich was und immer wieder Rebellionen hier beschäftigt. Das war ja für mich dieser das Ätzende. Das unfassbar Ätzende. Apropos Rebellion, da muss jetzt meine Armee rein. Ja, perfekt. Dann wird die Rebellion in den Griff gebracht. Sehr schön. Ach, du So, hast nochmal gefühlt. eine Armee. Na toll. Ich habe ein paar Armeen, ja. Das eine ist aber nur so eine billig, also die Armee, billiger geht's nicht, aber einfach nur, um sozusagen Rebellionen vorzubeugen. So, jetzt wollen wir Folgendes machen, bitte. Jetzt wollen wir hier. Hä? Och, nö, hab ich mich jetzt. Hä? Hab ich mich jetzt. Lol. Stellung, keine. Hä? Hab ich mich jetzt irgendwie selbst. Wartet mal. Was? Bin kurz verwirrt. Weiß nicht, was los ist. Komme ich da durch? Ja, doch. Ich habe mal eine Armee gehabt. Und die konnte jetzt 3 Meter weit gehen und dann hat sie keine Bewegungsreichweite mehr gehabt. Das war gerade richtig strange.
Okay. Das war total, also an der Brücke auch noch, an diesem Brückenübergang. Das, also weiß ich nicht, ob das jetzt. Also das war komisch. Also ich habe auf jeden Fall keinen Agenten dort, der das gemacht haben Ja, könnte. nee, die hatten auch am Anfang Reichweite und dann plötzlich. Frag mich nicht. Ich, ja, egal. Egal. Ist nicht so schlimm. Kommt ja noch eine vierte Armee. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, ich habe gelernt. Ich habe lange alles drauf vorbereitet für diese Invasion. Jetzt darf ich aber Bist echt keine halt Fehler machen. so viel stärker als ich, ne? Also, das ist eigentlich kein Kampf mehr jetzt hier inzwischen. Wenn du das verlierst, ohne Witz, dann hast du echt ganz Ja, du schön bist was halt der falsch. bessere Schlachtenschlager, würde ich trotzdem behaupten. Deswegen muss ich halt Ja, mit mehr Truppen kommen. bei dem, was ich jetzt hier halt einfach sehe, das spielt ab einem gewissen Punkt einfach keine Rolle mehr. Das kommt jetzt nur noch auf die Entscheidungen an. Ja, ich bin jetzt kurz Das am kommt Überlegen. nicht auf meine Entscheidungen an. Wer ist denn hier meine stärkste Armee? Wir machen jetzt Folgendes. Knabum. Das ist jetzt echt ein bisschen unglücklich. Du müsstest doch noch. Nee, das ist die Armee von. Ist das die Armee von links, die Kopfnussgeber? Hier sind die Söhne der Brennnessel. Okay. Theoretisch müsste ich genügend Reichweite haben. Okay. Niemand soll durchkommen. Genau. Gut, das machen wir hier. Ich bin unentschlossen, weil wenn ich jetzt halt Knabum angreife. Falls ich es jetzt natürlich nicht mache, kann Mörb auf jeden Fall hier nach Knabum reinziehen. Der Armee. Ach, okay. Interessant. Interessant. Das ist interessant. Schade, ich habe nicht genügend Reichweite. Das wäre jetzt cool gewesen. Das wäre eine. Wie heißt das? Ah, ich habe das Wort nicht. Okay, nee, dann machen wir jetzt tatsächlich Folgendes. Ich habe keine Ahnung. Ah, da Ja, und stehst du. das würde ich jetzt gerne kämpfen. Das würde ich aber nicht gerne kämpfen wollen. Ja, dann musst du dich zurückziehen. Weil ich werde das jetzt ansonsten nicht akzeptieren, weil ich stehe da absichtlich mit meinen Truppen. Ja, macht ja Sinn. Macht ja Sinn, macht ja Sinn. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Eine große Armee, die er da hat. Ja, komm, wir machen mal Folgendes. Sie Sie sollen zurück, vor oder? uns Nee. niederkauern. Belagerst du doch ernsthaft, oder wie? Ja. Auf Reisen, Aber, Bücher der wie gesagt, du wirst keine zwei. Also, die restlichen Armeen Also werden nicht in Reichweite sein. das finde ich jetzt echt mies, weil, weißt du, ich kann diese Armee nicht mal zurückziehen. Ja, aber was kann ich dafür? Also. Also das ist ja schon wieder eine Spielmechanik, die einfach nur scheiße ist, ey, ohne Witz. Dürfte ich noch meinen Wein Angriff! austrinken? Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, quasi, dass wir das. Einfach nicht zu fassen. Ja, Okay. ich greife jetzt auf jeden Fall Knabum an. Das heißt, du hast dann deine Verstärkungstruppe dabei. Okay. Belagerungsangriff. So. Wo kommen die denn rein, ey? Okay. Okay. Gehen wir mal dorthin. So, Freunde der Nacht. Stellen wir uns mal hier ein bisschen auf. Und ihr dürft euch mal dort aufstellen. Das ist alles gerade super unbefriedigend. Ihr greift dort an. Dann bleibt ihr mal dort. Und ihr macht mal die drei. Hä, habe ich jetzt aus Versehen? Das war nicht geplant. Klappt hier natürlich wieder mal nicht. So. Okay, ihr geht hier hin.
So. Gut, dann auf ins Ende, ey. Hä? Was ist denn? Kann ich die nicht nehmen? Doch, ihr geht bitte hier hin. Okay, was ist denn hier für eine Siedlung? Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, du wärst soweit? Ja, hab ja nichts anderes zu tun, ne? Also. So, die Frage ist, wo kommt deine... Also, wie das Spiel hier tatsächlich abläuft. Also. Von der anderen Seite, alles klar. Warte mal, wie kann ich das irgendwie so machen? Ach, da kommst du, okay. Ich verstehe. Okay, okay. I understand, friends. So, jetzt machen wir folgendes. Machen wir mal bitte folgendes. Okay. Ich glaube, ich werde noch genügend Fehler, glaube ich, machen mit so großen Armeen. Jetzt marschieren wir mal hier entlang. Okay. Wie sind deine Kavallerie da gerade unsichtbar geworden auf dem offenen Feld? Oh, ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall keine Fähigkeit von mir. Das ist ja, da war doch gerade eben noch eine. Bin mir sehr sicher, dass da eine war. Zauberei. Ich hab doch gesehen, dass da eine ist. Jetzt ist sie plötzlich wieder da. Ach, das sind deine Streitwägen. Hä, wie können denn ausgehen auch noch Streitwägen unsichtbar werden? Die müsste man ja eigentlich sehen können, naja, stimmt. Dieses Spiel steckt voller Fragwürdigkeiten, ich sag's dir. So, stellt euch mal hier ein bisschen besser auf, Freunde. So gefällt mir das noch überhaupt nicht. Marschiert mal hier rüber. Hä, wo hab ich euch denn jetzt hier? Ach, ihr seid hier, okay. Aber schön, wie du dich ja aufstellst. Das gefällt mir. So. Ihr stellt euch bitte hier auf. Oh ja, da schießt du schon. Oh shit, da schießt du schon gut rein. Oh, lol, okay. Das habe ich ein bisschen falsch gesehen. Aber da kommen zum Glück meine Soldaten gerade. Bin ich so der Multitasking-Fan tatsächlich in dieser Hinsicht. Ja.
Ja, den Kavalleriekampf ist, denke ich, du eher gewinnen. Schildwall! Sofort! Sofort, Schildwall, Männer! Komm, bereit! Ah, meine Maus möchte nicht. Oh shit, ja, den Kampfkampf gewinnst du gut. Das war nicht so clever. So, haltet ihr hier noch ein bisschen durch? Unsere Speere sind die euren! Das war der Plan, Freunde. Zum Kampf bereit! Schwertbande! Kampf bereit! Vorwärts! Vorwärts, Männer! Okay, General vorrücken. So. Perfekt, da läuft's gut. Wollt ihr vielleicht einfach mal vorrücken? Hätte ich nichts dagegen, Leute. Okay. Okay. Vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Okay, weiter vor, Männer. Weiter vor. Okay, vorwärts. Hier drüben hältst du noch interessant Stand. Das können wir nicht zulassen. Müssen wir mal ein bisschen rein. Hast du meine Fernkämpfer gekriegt? Meine Jungs sind noch schneller. Keine Ahnung. Die plänkeln nicht. Oh nein. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wie du die gekriegt hast. Angeblich soll man mit diesen Streitwagen einfach durchrasen. Ja, hätte ich vielleicht wirklich machen sollen. Ein paar Kills hat es schon gemacht. So, vorrücken. Vorrücken. Ja, ein paar deiner Truppen hier kämpfen echt noch stark, muss ich sagen. Ist ja eigentlich auch eine Quality-Truppe. Ja, ja, klar. Du machst mir, glaube ich, echt extrem viele Verluste in dieser Schlacht. So, als Vater bitte einmal. Nee, nee, nicht dadurch. Oh. Kann ich mir selbst dadurch Schaden zufügen? Ich weiß es gar nicht. Okay, ihr geht mal bitte hier noch ein bisschen zurück. Ihr lauft weiter vor. Jetzt, okay. Ja, das ist gleich vorbei. Sehr schön.
So, Angriff. Angriff, die letzte Kavallerieeinheit hier. Kriegt sie? Kriegt sie? Nein, oh, wie du nochmal schön chargen kannst. Tötet sie! Tötet sie, los! Die hält aber auch noch hier durch. Die kriegt. Da hast du jetzt echt nochmal ordentlich Kills zum Schluss hier. Naja, eigentlich gar nicht so sehr. Wow, das sind noch 4 Mann, die jetzt kämpfen. Ja, wie die auch einfach. Ja, dankeschön. Durchgehalten haben. Oh. So. War da jetzt noch irgendwas? Nur kurz mal. Nö, gucken. Sind alle tot. Sind alle tot, ne? Ist nichts mehr, was flieht. Okay. Gut, Gefecht beenden, liebe Zuschauer. Also ich sehe zumindest nichts mehr. Gefecht beenden. Ja, aber Mörbabas hat es sehr stark gemacht. Also ich habe 2100 Männer verloren, ne? Das war stark gekämpft. Seine Qualität war natürlich echt mächtig. Aber ich habe jetzt auch nicht nur billige Einheiten aufs Feld geführt. Nee, deine Einheiten waren noch besser als meine. Aber ich sag ja, deswegen, ich muss ja mit Masse ankommen, da du auf jeden Fall die Schlachten besser schlägst. Ja, ein edler Tod, was soll man machen? Mich kotzt es halt bloß an, dass A, der Hinterhalt, den ich hier gelegt habe, nicht geklappt hat, dass ich da keine Möglichkeit hatte, mir jetzt irgendwie darauf zu reagieren, weil das war eigentlich von Anfang an der Plan, eine Truppe, also eine einzelne Truppe hier abzufangen, aber das Spiel sagt halt nein. Hä? Ah, jetzt hat es kurz gedauert. Ich hab schon kurz mich gewundert. Ja, ich darf ja auch noch klicken. Ah, okay. Ich dachte, verstehe. Rang erhöht, General. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, die genauen Folgen dieses Kampfes schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, oder? Genau. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss.